Servus, aber die Ehre. Jetzt sind schon wieder dabei. Jawohl. Ich habe zwei Winden dran. Ich muss jetzt wieder weiterschneiden, wie es im letzten Video aufgehört hat. Und da brauche ich zwei Winden. Da ist ein Stamm drin. Den muss ich jetzt rausziehen, weil in der Rückgebung hänge ich nicht extra an. Den ziehe ich jetzt mit der Seilwinden raus. Da schaut es jetzt ein bisschen zu. Gell? Jawohl. Hänge ich mit der Kähne an, mit der Schockerkähne. Und da reißen wir mal an. Dann schauen wir mal raus, reißen den Grippel. Geht selber. Jawohl, ich habe jetzt den Stempel schon eine Weile reingefahren, die zwei, die schneiden wir hinten auf. Jetzt zeige ich euch nachher, was das wird. Im letzten Video habe ich da schon angefangen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ich verlinke es euch nochmal. Da oben verlinke ich es euch, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber zuallererst, bevor wir anfangen, müssen wir Wasser auffüllen. Ja, das ist der Wasserstand da hier unten, also fast leer. Ja, da ist die Anzeige bei der Logosol voll, halbert, leer. Das ist wie beim Maßgeruch. Ja, wie beim Maßgeruch. Wenn er leer ist, so ist Kölnerin her damit, neue Maß. Ne? Genau, und so ist es bei der Logosol auch. Der sagt jetzt neue Maß her, also füllen wir auf. Das geht ganz einfach. Und zwar ist bei der Logosol in dem Bereich der Tank drin. Meint man, das ist ein Träger, ein Stahlträger oder was auch immer, der war die Seite und die andere verbindet, aber das ist der Tank, das ist echt top gelöst, designtechnisch. Gefällt mir. Und da ist der Tankdeckel. Ja, jetzt hört es einmal zu.
Ja, nochmal. Hört mal gescheit zu. Das ist doch ein wunderbares Geräusch, oder? Also, da aufmachen. Und dann tun wir da ein Wasser rein. Also am besten destilliert es natürlich. Also von der Leitung geht es auch, aber es ist meistens Kalch drin und dann, ja, wisst ihr selber, was der Kalch macht. Ne? Also destilliert war natürlich super und wenn es bei euch regnet, das ist ideal. Ein Regenwasser auffangen, eine, das Beste, was es gibt. Oder, ja, ihr werdet schon Wasser noch herbringen. Ja? Auf jeden Fall ist das so und so, das Wasser, das ist die Schmierung und ja, Kühlung zugleich vom Sechblattl. Da ich alleweil mit einem Trichter einfüllen, um den Trichter tue ich alleweil einen Nylonstrumpf um von der Oma, ja, einen alten Nylonstrumpf von der Oma. Siehst du mal, was die Nylonstrümpfe halten, nicht? Die von damals, die hat halt noch gut, ne? Die Nylonstrümpfe. Jetzt haben wir Frauen kaum mehr an, die Strümpfe, also schon her. Ja, ist doch ein Anlass, dass man wieder einen Nylonstrümpf zeigt, oder? Ja, fürs Tanken vom Wasser brauchst du einen Nylonstrumpf um als Sieb. Vorne, wenn du der Karium reißt, oben rausschneiden mit der Ploppe und sehe. Und du hast dann einen Nylonstrumpf rein, als Überbrückung. Ne? Also ich sag's auch, ein Nylonstrumpf, oder? War doch auf alle Fälle eine gewandte Sache, wenn der wieder in wird. Ne? Mode. Ne? Aber weg von den Nylonstrümpfen. Wir haben beim Schneiden, jawohl, Wasser auffüllen. Das tue ich jetzt. Und dann schmeiße ich die Stempel auf und dann pfeifen wir wieder durch mit der Säge. Dann schaut es wieder zu. Also, bis gleich. Wisst ihr, was ich total super finde, wenn ein Holz wie eine Wundertüte ist? Wenn ihr euch das so schaut, das ist ein Eschen. Was das für eine Maserung hat, das ist unglaublich. Schaut euch mal die wunderbare Maserung an. Also jede Eschen ist echt anders. Ich habe schon viele Eschen aufgeschnitten und ich habe noch keine gleiche gesehen, wie der jetzt zum Beispiel. Also das muss ich schon sagen. Also ein Eschen, das ist eine gewandte Sache. Der ist wild wie ein Eicher, der ist ein Hölzholz, elegant, ne? Sagen die meisten. Und irgendwie auch beruhigend. Dann vom Aufschneiden, der Duft ist kennst sofort weg. Also Eschen, möchte ich fast sagen, ist mein Lieblingsholz. Ja. Eschen ist ein ganz klasse Holz. Ja, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, und zwar, was ich zu der Logosol dazu sagen will, die hat in
Sechsspar Auswurf auf derer Seite hier hinten. Ja, das heißt bei mir, da gehe ich die wunderbare Winter. Da ist schon Moritz Haffer da. Der hat auf derer Seite Auslass und auf der anderen Seite das Bedienpult. Das hat mir auch ganz gut gefallen damals. Ich habe mir mehrere angeschaut, Blockbahn sehen, und das hat mir ganz gut gefallen, weil viele haben nämlich in Auslass von den Sechsspar an der gleichen Seite wie das Bedienpult. Und dann haut es der Sechsspar in die Show rein. Und das ist jetzt auch nicht so die Sache. Nicht? Genau. Das ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen jetzt gerade, ist mir eingefallen heute mal, das ist nicht schlecht, weil ich habe keine Drecke, die frisst. Das könnte einen von euch auch interessieren. Nicht? Genau, so, vierer Lohn runtergeschnitten, tue ich jetzt weg und dann geht es weiter. Dann drehen wir und dann schneiden wir weiter. Jawohl. Jetzt habe ich gerade noch was entdeckt und ich habe mir gedacht, das muss ich aufnehmen, weil das ist ja wirklich was ganz was Besonderes und eine Seltenheit. Schaut mal her, der eine Stamm, ich habe jetzt da genau hingeschaut, der eine Stamm, das waren anscheinend einmal drei Bäume, oder kleinere Bäume. Da ist er mal grün und da hat er angefangen zu wachsen. Dann ist da mal grün angefangen zu wachsen und dann ist da hier unten auch noch eine. Hat angefangen zu wachsen. Die haben irgendwie ineinander gewachsen. Anscheinend muss es so gewesen sein, dass die drei, eins, zwei, drei, dann zu einem großen Zahn gewachsen sind. Irgendwie, oder hat von euch wer eine Idee, wie das zustande kommen kann? Das kann doch bloß so sein, oder? Dass da drei Bäume wachsen und die wachsen dann irgendwann zusammen, wenn sie größer werden. Und dann kommt das so, ja. An der Sehe ich super schön ist, dass man das Holz riecht. Das heißt das Holz riecht. Wenn man es aufschneidet, dann hat man dann den Geruch vom Holz. Warum hat man den Geruch vom Holz? Ich weiß nicht, nach Benzin stinkt. Gell? Oder Diesel oder was auch immer. Weil die Sehe ich gibt es auch noch mit einem Benzinmotor oder einem Verbrenner halt. Gell? Ich glaube, es ist ein Benzinmotor oder ein gewisser Dieselmotor, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es ein Verbrenner. Und jetzt stell dir mal vor, in der Heu erinnert, hast du, das sehe ich, mit einem Verbrennermotor anstatt mit einem Elektromotor. Da kannst du erst einmal ein Gasmari aufhocken, weil da der Stickst erinnert. Darum habe ich mir ein Elektro gekauft, das ist ein großer Grund gewesen, warum ein Elektro. Weil
einfach das Holz rieche, weil wenn ich ein Holz aufschneide, dann will ich das riechen. Egal ob es ein Feichter ist, egal ob es ein Lärcher ist oder ein Kiefer oder ein Eschen oder ein Eicher, das ist ja scheiß Wurscht. Jede hat einen anderen Geruch, besonders ein Kirsch. Weil ein Kirsch, der riecht gut. Aber das kommt einmal wieder anders, gell? Auf alle Fälle, wenn ich da den Benzingeschmack und Geruch alle bei habe und riecht das Holz nicht, dann macht es auch keine Freude mehr, oder? Ja, darum habe ich Elektro gekauft, ganz einfach. Wenn der sich einmal im Mobil unterwegs ist, dann gibt es ein Aggregat. Verstehst? Aber Elektro ist Elektro und aus die Maus. Und Leistung bringt es genauso viel. So, jetzt habe ich wieder ein Stück geschnitten. Ja. Dann tue ich noch eins runter und dann mache ich alle bei. Haben wir schon mal. Jawohl. Das lehnen wir unter Papier durchgehen. Der Karton ist dicker. Ich würde mal sagen, ist dicker. Ich würde jetzt auch ja, Millimeter. Millimeter oder 2 Millimeter maximal. Ich glaube, das können wir unter Papier durchgehen, oder? Also, Wahnsinn. Unglaublich. Das sehe ich. Möchte ich mal sagen. Furnier schneiden, eigentlich kein Problem. Nutzschicht schneiden, kein Problem. Bis auf einen Millimeter runter, hat man jetzt gesehen. Überall die gleiche Stärken. Ja. Also das ist nicht irgendwie einmal dicker, einmal dünner. Ja. Aber das liegt nicht einmal an der Säge, möchte ich mal sagen. Das liegt am Messstellen. Also die beste Säge hilft nichts, wenn es nicht gescheit eingestellt ist, darf ich mal sagen. Also im Wasser gescheit ausrichten. Das Sägebett sauber auf, ich mache immer schauen, dass auch kein Dreck drauf ist auf die Schienen. Dann schauen, dass das gescheit gespannt ist. Das Bandel ist auch wichtig, dass das zentrisch läuft, wie ich im ersten Video schon erzählt habe. Und so weiter und so fort. Ein paar Faktoren, dass du sowas rausschneiden kannst. Natürlich Einstellungssache, ja. Aber die Säge hat natürlich einen gescheiten Anteil daran, dass das auch so funktioniert. Ja, ja. So ist das. Jetzt bin ich schon weitergekommen mit meinen Streifen. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich jetzt schon wissen, was ich da baue. Da baue ich eine Tischplatte und da mache ich eine Nutzschicht drauf, 7 mm Echtholz. Da bin ich jetzt schon ein bisschen weit gekommen. So schaut das aus, 7 mm dick. Schöne Maserung. Und da schneide ich da so Scheiberl runter. Und da brauche ich für den Tisch, den tue ich querverleimen, da mache ich ein Sperrholz, also praktisch ein querverleimtes Holz und dann mache ich die Nutzschicht um und unten drauf als Sperrschicht und als, ja, drauf schreiben, weil das ein Hartholz ist, einmal frei, top, und da habe ich jetzt schon einige hergeschnitten, aber dazwischen noch Papier rein, da habe ich gemeint, dass das Drucker werden dann, aber das haben wir jetzt schon anders überlegt, die werde ich auflatteln, ganz kleine Lattel da rein dazwischen, dass die austricken können. Ich meinte, das mache ich mit dem Papier, dass die durch das Papier das Wasser saugen und dann außen verdunst dann das beim Papier, aber das haut nicht so hin. Das mache ich dann wieder ganz normal auflatteln. Wichtig, stehende Jahresringe. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber das sind alles ziemlich stehende Jahresringe. Dann ist das eigentlich gute Qualität. Dann biegt sich das nicht so wie ein U oder ja, andersrum hin. Nein, wisst ihr selber. Ne? Und natürlich ist es das wichtig, dass man das dann auch gescheit auflattelt. Aber das habe ich euch ja schon einmal in einem anderen Video erzählt, wie man das macht. Und das mache ich da dann auch. Genau, so viel wieder zu dem Projekt. Gell? Der eine oder andere hat vielleicht die gleiche Säge, vielleicht überlegt er, dass er sich eine kauft. Wenn der eine oder andere von euch Fragen hat zu der Säge, so gewisse Einstellungsmöglichkeiten, wie man was am besten aufbaut, weil das ist nämlich ganz eine gefrittete Sache mit dem Aufbauen, die Anleitung ist, naja,
sag ich mal, naja, da muss man viel selber helfen, dass das alles sauber im Wasser ist, also dass das gerade herinnert ist und so weiter. Da muss man sich selber zu helfen wissen. Und da kann es vielleicht sein, dass der eine oder andere eine Frage hat, dann schreibt es einfach in die Kommentare unten rein. Ich beantworte es euch, das ist kein Thema nicht. Ja? Ansonsten, ja, habe ich da noch Abschnitte legen, die wir halt jetzt entstanden sind, gell? Durch Schwattel wegschneiden und so weiter. Wunderbare Abschnitte. Die sind einmal einen Zentimeter dick, einmal zwei Zentimeter dick, einmal ein bisschen dünner, einmal ein bisschen dicker. Ein paar Sachen. Weiß jetzt auch nicht, was ich damit tue. Die haben mir ein bisschen zu schade. Zum Asien haben sie mir schon zu schade, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist ein super Holz, super Maserung, ein Hartholz, eine Esche. Das ist mir fast zu schade. Ich weiß auch nicht, was wir damit tun. Oder machen wir es ganz einfach. Das machen wir jetzt ganz einfach. Dann weiß ich das auch, dass das sauber vonstatten geht. Gell? Die Abschnitte da, das machen wir ganz einfach. Schreibt einfach einen Kommentar unter das Video drunter, wer die Abschnitte haben will von der Eschen und warum er es haben will, was er mit der macht, was er für eine Idee hat, was er für ein Projekt hat, vielleicht braucht der eine oder andere was für seine Frau zum 50. Hochzeitstag oder was weiß ich, goldene Hochzeit, ne? Und Ding kann er sein. Ja, dann darf ich sagen, schreibt es unter Kommentare rein. Und dann kriegt derjenige das Holz. Ne? Der beste Kommentar, der gewinnt dann, den suchen wir dann aus und der kann die Abschnitte haben. Aber Asien tut mir derjenige das nicht, gell? Der muss dann auch das bauen, da will ich dann auch ein Foto haben. Gell? Weil zum Asien, das kann ich selber auch. Gell? Da ist dann schon dafür. Also, wie gesagt, Kommentar unter dem Video verfassen, warum du das haben willst, die Abschnitte, was du damit baust und am besten irgendwie, weil ich die halt erreichen kann. Ja, oder, ja, ich komme schon zusammen, würde ich sagen. Genau, so machen wir das. Ansonsten würde ich sagen, ganz wieder. Und ich räume jetzt da noch zusammen. Und da ist für mich auch Feier und finster wird es auch schon. Dann passt die Sache. Gell? Wie alle, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert bitte meinen Kanal und bewertet es positiv, das Video. Das würde mich ganz sakrisch freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Aus dem Kronwelli. Jawohl. Servus.